Puri Kartoffeln und frischen Fisch im Kühlschrank, die besten Voraussetzungen für Fish and Chips. Für unsere Pommes schneiden wir ein paar Kartoffeln pommesförmig zu, geben sie, um die Stärke zu entziehen, ins kalte Wasser und kochen sie danach mit einem Schuss Essig auf. Gut abtrocknen und für 30 Minuten ins Gefrierfach geben. In der Zwischenzeit machen wir uns eine High-Protein-Tata-Soße. Dafür geben wir Maracuja, Crème Fraîche, Ei, Essiggurken, Schnittlauch, Petersilie, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Apfelessig in eine Schüssel und vermischen alles miteinander. Für unsere Fischmarinade benötigen wir Mehl, Backpulver, Salz und Bier. Ja, Bier. Genügend Bier, bis wir eine flüssige Konsistenz haben. Unsere Pommes wie auch unser Fisch frittieren wir bei 190 Grad für 5 bis 6 Minuten in einer Fritteuse oder wer keine hat, in einem Kochtopf Cold Brown. Die Pommes mit Salz und Paprikapulver würzen, unserem Fisch nur mit Salz. Danach heißt es servieren und genießen. Ehrlich, das Essen war noch besser als das Wetter.